Das rote Höhenvieh hier hinter mir sieht man, Kälber vom letzten Jahr. Ist eine alte Rinderrasse, die früher in der Oberpfalz daheim war. Die dann praktisch ausgestorben war, weil man in den 60er Jahren nur noch intensiv bewirtschaften wollte, nur Kühe haben wollte, die mehr Milch geben oder mehr Fleisch geben oder irgendwie schneller wachsen. Und seit den 90er Jahren gibt es diese alte Rasse jetzt wieder und hier bei Familie Sauer ist es die einzige Rasse, die am Start ist. Und da wird sich liebevoll gekümmert um die Tiere und das ist alles super. So, bei mir ist die Erika Sauer, die hier den Hof gemeinsam mit ihrem Mann betreibt. Frau Sauer, was ist das Besondere an dem roten Höhenvieh? Das rote Höhenvieh hat zum einen hervorragendes Fleisch, sehr gute Fleischqualität, kurzfaseriges Fleisch mit einem hohen intramuskulären Fettanteil und Fett ist Geschmacksträger, das muss man wissen. Stimmt, und ja. Es gehört hierher in die Oberpfalz. Das ist nicht irgendeine exotische Rasse, die von außerhalb kommt, sondern ist ein Kulturgut aus der Oberpfalz zum Aufessen. Super. Heimatgefühl zum Aufessen. Klasse. Und wenn ich was haben will, wie ist es bei Ihnen? Gibt es da regelmäßig oder muss ich warten? Und welche Portionsgrößen kann ich bei Ihnen haben? Es ist sehr geschickt, das frühzeitig anzumelden. Die Nachfrage ist relativ groß. Wir schlachten in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Allerdings auf Vorbestellung, wenn ich also weiß, es besteht Interesse, ich habe einen entsprechenden Kundenkreis, wir schlachten in der Regel Bullen und die müssen dann ja, ein halber Bulle läuft nicht, also es muss einen ganzen Bullen schlachten, muss auch einen ganzen Bullen vermarkten und nachdem wir ein reiner Nebenerwerbsbetrieb sind, wir sind noch berufstätig, es gibt keinen Hofladen in dem Sinn, vermarkten wir in Mischpaketen ab 5, Größe ab 5 Kilo und in so einem 5 Kilo Mischpaket sind 1,5 Kilo Bratenfleisch drin, 1,5 Kilo Kochfleisch, 3 Rouladen, 2-3 Steaks, je nachdem, und 500 Gramm Hackfleisch. Okay, und wer Interesse hat, schaut auf der Homepage. Wer Interesse hat, schaut auf der Homepage beziehungsweise auf Facebook. So, jetzt bin ich wieder zurück von Familie Sauer und habe fette Beute gemacht. Hier einmal habe ich eine schöne hohe Rippe und nochmal eine. Das gibt eine prima Suppe, es ist Suppenfleisch. Jetzt zwar eingeschweißt, aber im Schlachthaus ist es 2 Wochen trocken am Knochen gereift. Also so wie es gehört, wie es früher mal war. Alles wunderbar. Dann habe ich hier 2x Rumpsteak, 2x Rinderroulade. Und noch ein bisschen Hackfleisch. Ich werde berichten, wie es schmeckt.